Hallo und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, der Art of Transformation. Mein Name ist Stephanie Faith Freya. Ja, lieber Fische, du bist natürlich hier, um dir deine Botschaft für den Monat Mai bei mir abzuholen von der geistigen Welt. Und wie vorangekündigt, lieber Fische, werde ich deine Legung mit diesem wunderschönen Mystic Palette Tarot machen. Habe ich mir selbst geschenkt, eines meiner Lieblingstarot. Dann werde ich dir am Ende noch eine Botschaft von den Hütern des Lichts mit auf den Weg geben und das mediale Bild mache ich mal ganz besonders. Ihr könnt mir sagen, wie ihr das findet. Das hat eine Geschichte, diese Kärtchen. Nämlich findest du diese Geschichte mit Saint-Germain in der Botschaft, ich glaube, vom März. Und da habe ich gesagt, ich werde diese Kärtchen verwenden in der nächsten Legung und das werde ich jetzt auch tun. Also dein mediales Bild wird hier mit einer Poesie beantwortet werden, lieber Fische. Ja, geistige Welt, bitte. Was ist das Mediale? Was ist die mediale Botschaft für unseren Fische für den Monat Mai, bitte? Oh, lachen Sie nicht nur mit Ihren Kolleginnen und Kollegen und mit der Geschäftsleitung, sondern auch mit Ihrem Team. Und durchaus auch einmal über sich selbst. Siegfried Kroesch. Oh ja, da bin ich voll dabei. Ich war nämlich Chefassistentin ganz viele Jahre lang. Ja, genau. Lachen Sie nicht nur mit Ihren Kolleginnen und Kollegen mit der Geschäftsleitung, sondern auch mit Ihrem Team und durchaus auch einmal über sich selbst. Lieber Fischer, was auch immer das für dich bedeutet, ja, für den Monat Mai, lass es mich wissen. Ich bin jetzt gespannt, was hier die Karten noch offenbaren werden, was so ein bisschen die Themen sind im Mai für dich, Fische. Spirit, bitte für unseren lieben Fische. Monat Mai, bitte, Spirit. Also ich fühle eine sehr gute Energie für dich. Ich weiß nicht warum. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, was ich jetzt medial noch ein bisschen bekomme, ist, dass du hier ein bisschen eine Wiederauferstehung machst im Mai. Vielleicht haben sich gewisse Dinge in deinem Leben ereignet, wo am Anfang vielleicht nicht ganz einfach waren, aber sie eigentlich zu deinem Besten sind. Manchmal, ja, interveniert das Universum für uns, um uns wieder auf den Weg zu bringen, wo wir eigentlich gehen sollten. Warum sage ich das alles? Ich habe die Karten noch gar nicht angeschaut und ich werde sie dir natürlich selbstverständlicherweise wie immer, immer ganz schön zeigen. Ja, hier in der Vergangenheit, ja, haben wir tatsächlich ein bisschen eine Krise hier mit den neuen der Schwerter. Das ist definitiv keine einfache Situation. Es ist so ein bisschen die Karte vor dem Burnout. Ich sag's mal so, weil die 10 der Schwerter, nein, das stimmt gar nicht. Ich habe es verwechselt, entschuldige, mit den Stäben. Aber dennoch, die 9 der Schwerter ist definitiv eine Karte, es ist eine Zwillingskarte, also Sternzeichen Zwillinge. Und es bedeutet ein bisschen, dass du im Zweifel bist. Also du siehst diese neuen Schwerter, wie sie diese Person umhüllen und sie hat das Gefühl fast, sie kommt hier nicht aus dieser Situation heraus, ohne dass sie vielleicht sich selbst verletzen oder andere verletzen würde. Ja, es ist ein bisschen eine Karte der gezwungenen Stagnation, aber es drückt auch Ängste aus hier. Neun der Schwerter ist die Vergangenheit. Also wie ich es ein bisschen gefühlt habe, du hattest hier eine Situation in deinem Leben,
die dich hier ein bisschen in diese Energie reingepusht haben. Was auch immer die Ängste sind, sind sie beziehungstechnisch, sind sie eher finanziell, geht es um Prüfungen, die du bestehen solltest. Das weißt natürlich du am allerbesten, lieber Fische, weil das sind allgemeine Auslegungen, die müssen nicht stimmig sein. Schau dir bitte Aszendent-Mond und Venuszeichen noch an. Ja, wir haben hier aber die 8 der Kelche. Und auch hier siehst du, du wendest dich hier ab, ist, sofern ich weiß, sogar Sternzeichen Fische. Ja, 4, 8 der Kelche. Du wendest dich hier ab von einer Situation. Das ist auch die Karte, die ein bisschen sagt, Abschied schweren Herzens von etwas. Aber man tut das freiwillig. Man beendet hier eine Situation im Leben und geht seinen eigenen Weg. Du siehst, wie sie durchs Meer geht. Sie hat ein Ziel und ich denke, Fischer, das hast du auch. Aber du weißt, dass du hier gewisse Dinge hinter dir lassen musst, auch wenn es dir schwer fällt, das zu tun. Wirst du es tun? Warum ich das sage, ist, wir haben hier Page der Münzen. Vielleicht geht es hier auch um eine Arbeit, die du eigentlich recht gern gemacht hast, aber du einfach gemerkt hast, ich bleibe hier mit den neunen Schwertern immer still. Es ist ein Stillstand. Und Stillstand ist nie gut. Da ist es sogar besser, man bewegt sich in die andere Richtung, lässt los, auch wenn man es vielleicht auch schweren Herzens tut. Aber es ist immer besser, vorwärts zu gehen, als stillzustehen. Und ich kann dir einfach eins sagen, das ist die Energie, die gerade beginnt mit dem Page der Münzen. Ja, du siehst, das ist eine sehr fruchtbare Karte. Hier blüht und gedeiht alles, das ist ein Erdelement. Und es ist mit den Gesetzen der Erde und der Realität verbunden, mit den realen Dingen, die wir für uns und für unser Leben umsetzen können. Und hier ein Page ist immer jemand, eine Person oder eine Begebenheit, wo dir hier eine Münze bringt. Es ist also ein bisschen eine Glückskarte und da könnte es sich hier tatsächlich um Gesundheit oder auch um Finanzen handeln. Hier kommt auf jeden Fall etwas oder jemand oder eine Energie auf dich zu. Ich finde das so süß, wie hier der Fuchs noch ist. Page der Münzen ist für mich ein bisschen eine Jungfrau-Energie, die auch sehr ordentlich die Dinge tut, sehr korrekt die Dinge tut und Ordnung ein bisschen ins Chaos bringt. Vielleicht machst du hier auch mal einen Finanzcheck und findest vielleicht sogar noch ein paar Schätze, die du überhaupt nicht erwartet hättest. Und das Füchslein zeigt natürlich die Schlauheit und die Diplomatie, wie man diese Dinge tun kann, hier in der 3D, um zu etwas Wertschaffen zu kommen. Was vorangeht, lieber Fische, für dich ist die Hohepriesterin. Das ist die Situation. Und wie könnte es anders sein bei einem Fische, der ja ganz, ganz stark mit der Intuition verbunden ist, mit den höheren Chakren auch, aber auch mit dem Wasser und der Seele und natürlich mit der Hohepriesterin hier. Sie bedeutet, dass man eine Innenschau machen soll. Man soll in sich hineingehen. Das ist nicht eine aktive Karte, wie du siehst, sondern das ist eine meditative Karte. Eine Karte, des universellen Wissens. Sie ist ja die Schlüsselhalterin. Sie hält im Prinzip die Akasha in den Händen. Sie kennt den Weg. Vielleicht hast du auch mit einer solchen Person Kontakt, die diese Kunst kann, wie zum Beispiel ich, ein Seelenscanning, wo dir hier einen sehr guten Weg weist.
Im Monat Mai, lieber Fische, ist nicht großes Handeln von dir gefordert. Auch, ja, es ist ein Monat der Innenkehr, vielleicht sogar der Erholung hier auch. Weil schau, was von außen kommt, fünf der Münzen. Hier haben wir definitiv eine Krise. Und das ist nicht eine Krise in dir, sondern diese Krise ist von außen. Das heißt, hier, wie gesagt, ist irgendetwas geschehen, was dich in eine Krise hineinbringt. Das kann mentaler Art sein, körperlicher Art, gefühlsmäßig oder auch finanziell oder gesundheitlich. Was es ist, da müsste ich natürlich eine Beratung mit dir machen, eine persönliche. Aber sie kommt oder sie ist bereits hier für dich. Aber wie gesagt, ich sage dir, es kommt was Gutes auf dich zu. Hab Vertrauen hier in dein eigenes höheres Selbst. Agiere nicht zu fest. Lass es auf dich zukommen. Natürlich tu die Dinge, die du tun musst, das ist klar. Weil wir haben hier ein Paar. Wir haben, diese Karte gefällt mir nicht, der Hierophant. Ich glaube, das ist die einzige Karte, die mir hier in diesem Deck nicht gefällt. Das sieht für mich zu fest wie der Papst aus und ich bin definitiv nicht religiös. Aber es ist der Hierophant und das sind deine Hoffnungen und Ängste. Du hast die Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, dass sich das Universum, dass sich für dich etwas eröffnen wird, etwas Göttliches, etwas Kosmisches, ein neuer Weg. Aber auch, diese Karte ist auch die Karte der Verträge. Seien es jetzt Seelenverträge, sei es Eheverträge, weil der Hierophant hält deine Verträge, die du machst. Mit Gott, mit dem Universum, wie auch immer es du nennen willst, mit deiner Seele. All diese Dinge hält er in der Hand. Ja? Manchmal tut man auch die falschen Verträge. Schau dir mal das Video an, wo ich persönlich spreche, wo wir eben auch Verträge, die eine Seele gebunden hat, unfreiwillig, alle gelöst haben. Vielleicht warst du an einen solchen Vertrag gebunden, lieber Fische. Und wie gesagt, die Hohepriesterin hier, du siehst es, der Sechszack hier, also das Pentagramm, ist Freya. Sie ist Venus. Und ich habe diese Arbeit gemacht. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, hier wird, vielleicht hast du eine Arbeit mit mir gemacht, hier Fische. Ich kann einfach sagen, wenn, vielleicht hoffst du hier wirklich auf einen sehr guten neuen Seelenvertrag, auf einen sehr guten Weg oder Arbeitsvertrag, der auch wirklich mit Ehrlichkeit gemacht ist. Vielleicht der Hierophant steht auch manchmal für Vertrauen, Glaube, Verträge, kosmisches Wissen, Schlüsselmomente, aber auch für Selbstständigkeit. Ich sage einfach, lieber Fische, öffne dich für das kosmische Wissen, weil die vier der Kelche hier, schau, das ist Sternzeichen Krebs. Der Kosmos will dir hier einen Kelch geben, eine Chance. Du scheinst sie aber noch nicht ganz angenommen zu haben. Was auch immer es ist, öffne dich dafür. Öffne dich für diese Energie. Ich möchte die Karte nochmal zeigen. Weil Wissen hast du. Hinter der Dame sind ganz viele Bücher. Und sie hat auch Kelche um sich herum. Aber der göttliche Kelch bringt ihr hier dieser Schwan. Das ist auch wieder Sanat Kumara, das wäre der Hierophant und die Lady Venus. Das ist unglaublich. Würde mich nicht wundern, wenn sich ein Meister hier sogar bei den Karten noch zeigen würde. Ganz, ganz stark ist hier die Liebesenergie für dich. Die Liebesenergie, the Rainbow Bridge. Wow, nimm es an. Ich kann es einfach nur noch einmal erwähnen. Dir wird hier eine kosmische Chance geboten. Wow,
Wow. Ich habe überall Gänsehautfische. Überall. Es kann auch sein, dass du hier eine Beziehung hast. Ich bekomme das noch so ein bisschen als Eingabe, wo du weißt, das ist sicher eine Seelenverbindung. Das Problem bei dieser Beziehung ist aber, es ist zwar Liebe, aber es ist jetzt nicht die Liebe, wo du sagen würdest, ich würde jetzt hier wirklich die für ein Leben sehen und ich möchte hier wirklich eine Verbindung eingehen. Vielleicht fehlt hier ein bisschen der leidenschaftliche Aspekt, den es eben für eine Beziehung, eine Liebesbeziehung braucht. Ja? Da ist ganz klar, seien wir offen. Die sexuelle Anziehung und Harmonie natürlich wichtig. Und das könnte hier ein bisschen fehlen. Und vielleicht weißt du, dass du diese Person vielleicht verletzen wirst, weil du hier einen Abschied nehmen wirst von ihr, was aber moralisch gesehen, lieber Fischer, eigentlich korrekt ist. Du weißt das, weil du bist in deine Intuition hineingegangen. Wow. Ganz andere Geschichte. Ihr seht, man kann unglaublich viel aus Karten herauslesen. Natürlich bräuchte ich hier eine persönliche Beratung, wenn ich das für dich persönlich legen sollte, ja? Oh, White Eagle hat sich hier bei dir gemeldet für den Monat Mai. Ja, er ist der Geist der Ahnen. Der Ahnen. Bist du ein Venuskind? Fische? Bist du ein Rainbow-Krieger hier? Deine Ahnen. Wow, ich habe überall Gänsehaut. Ja. Verbinde dich mit dem Vorfahren. Eine Familienwunde oder ein Familienmuster kann jetzt geheilt werden. Wow. Ja, könnte natürlich auch eine Familienangelegenheit hier sein. Also, aber welches auch immer stimmig war für dich, lieber Fische, ich wünsche dir hier ganz, ganz viel Licht und Liebe. Schau dir unten im Infobereich des Videos doch an, wie ich dich hier am besten begleiten könnte auf deinem Weg zu deiner Transformation in deine schönste Form hinein. Ja, ich schleife Diamanten und ja, gib mir doch einen Like, einen Kommentar, einen Thanks und am allermeisten würde ich mich natürlich freuen, wenn du hier ein Mitglied wirst. Ja, Fische, ich freue mich ganz besonders wieder auf dich und ich würde sagen, bis bald. Tschüss.